Wieder ein Gegner, der so wie in Köln, wenn er in Führung geht, es sehr, sehr kompakt macht. Das heißt, es wird für uns wichtig sein, das Spiel lange offen zu halten, beziehungsweise selbst wieder in Führung zu gehen. Es war in der Saison schon zu häufig, dass wir Rückständen hinterherlaufen müssten, eigentlich in 4 von 5 Begegnungen, soviel ich weiß. Und das ist natürlich nicht optimal. Und deswegen müssen wir versuchen, vor allem zu Beginn konsequenter und kompakter zu verteidigen. Zwei Spieler haben gestern noch nicht mit der Mannschaft trainieren können, das ist Kevin Campbell und Marcel Halstenberg. Die haben wir ein bisschen außen vor gelassen. Kevin ist ein bisschen weggeknickt, hat einen Schlag gekriegt aufs Knie, glaube ich, und hat unten, glaube ich, im Sprunggelenk ein bisschen Probleme. Ob das reicht bis morgen, weiß ich nicht. Heißt, die sieht ein bisschen besser aus. Und Navi ist ja gesperrt, also nicht dabei. Hat momentan auch ein bisschen Probleme mit den Adduktoren. Ich hoffe, dass es bis Dienstag, weil da dürfte er ja wieder spielen in der Champions League, dass es bis dahin reicht. Aber auch da müssen wir gucken.